Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Back to the Future the Game. Ich habe mir den kommenden 21. Oktober, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme, den kommenden 21. Oktober 2015 als Anlass genommen, um mal wieder in Back to the Future reinzuschauen. Denn wie viele oder womöglich sogar alle wissen, ist der 21. Oktober 2015 genau das Datum, in dem Marty McFly im zweiten Teil in die Zukunft reist. Ja, so viel dazu. Wir schauen ins Spiel. Der zweite Teil vom Spiel endete damit, dass Marty auf dem Weg zurück in die Gegenwart war und dabei Doc Brown irgendwie verschwunden ist. Als Marty in der Gegenwart ankam, krachte er in eine Plakatwand, auf dem Doc Brown zu sehen war und dann irgendwie sowas wie ein Bürgermeister oder etwas ähnliches war und alles sah ganz futuristisch aus und irgendwie beängstigend. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich starte das Spiel. Oh, ja. Ah, schön. Ich mag ja immer noch den Soundtrack. So, Burger Brown. Entspann dich, wir haben alles unter Kontrolle. Doc! Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Und los geht's. So, was können wir hier? Delinquente Rockgöre. Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Hallo? Sie kann mich nicht hören. Bürger Brown? Okay, das ist Doc, aber was zum Teufel ist hier los? Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Oh, Hupe, das könnte funktionieren. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal... Jennifer? Eieieiei. Tür? Sie klemmt. Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist er in der Werbetafel gelandet? Vergiss das! Hilf mir einfach, in Ordnung? Und wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Oh. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Jennifer, du siehst anders aus.
Darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Was hast du an, Jennifer? Du siehst... Genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Heldras Gelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Dann ist das ja schon mal erledigt. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Ist er gestohlen? Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Kannst du mir runterhelfen? Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Die Tür klemmt. Kannst du sie öffnen? Ich komme nicht ran. Und schon gar nicht klettere ich unter dem Auto herum. Es fällt mir sonst noch auf den Kopf. Kannst du jemanden anrufen? Einen Abschleppwagen? Wach auf. Ich habe schon genug Probleme. Ich werde niemandem erzählen, dass dein DeLorean eine Werbetafel zerstört hat. Oh. Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ah. Ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ein Montiereisen? Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Jennifer, bitte. Es ist ernst. Das Montierding ist dir echt was wert, ha? Huh? Im Moment schon, ja. Dann mach mir besser ein gutes Angebot. Aber wo ist denn hier... Kann ich nichts anderes machen? Na gut, lass mich mal kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. So, Inventar. Naja, in dem Abschlussballfoto, wo nur noch ich drauf zu sehen bin, da wird es wahrscheinlich kein Interesse haben. Aber ein Flachmann. Jennifer! Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Ach, hier. Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kid Tannen? Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Ah, klasse. Was jetzt? Ups. Oh. Nun, eure Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin. Steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden? Es kann noch schlimmer werden. Ah!
Doc, ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Was ist da passiert? Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Ich möchte nicht nachgucken. Wenigstens funktioniert eins der Hoverräder. Tot. 15. Mai 1986. Das Datum stimmt, aber... Das ist nicht gut. Ich hab's schon genug geschrottet. Ach Mann, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Docs Zeitmaschine zerstört. Man sollte mich einfach nicht mehr an Steuer lassen. Atomreaktoren reparieren ist nicht wirklich meine Stärke. Vielleicht ist da noch Garantie drauf. Rein theoretisch müsste da noch echt lange Garantie drauf sein. Okay. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Hoffentlich gibt's hier etwas Verwertbares. Aber ich muss da das Rad loskriegen können, oder? Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty, denk nach. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hoversystems lose. Haben wir zufällig einen Stapel Batterien im Auto? Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Ach gut. Gibt's hier sonst noch was? Wie zur Hölle kommt man da durch? Test. 1, 2, 3, 4, check. Wer spricht da? Lassen Sie die Finger von der Sprechanlage. Oh, können Sie mich reinlassen? Besucher müssen sich am Nordtor anmelden. Oh. Nordtor? Ich lauf doch nicht einmal rund um Hill Valley. Es muss einen anderen Weg geben. Batterie? 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Gut, die einfach hier an das Rad packen. Und mal schon sehen. Können wir hovern. Rot am Minus, schwarz am Plus. Super. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Din, 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 din. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. Habt ihr den Polizisten im Hintergrund gesehen?
Es ist so... so... sauber. Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Das ist total unheimlich hier. Die tragen alle die gleichen Klamotten. Was geht hier vor, Doc? Oh Mann, mein Hill Valley war nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9EEE. Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB714. Was haben Sie vor, Bürger? Poloshirt? Haben Sie einen Sitzen, Bürger? Hände hoch und Beine auseinander! Hey, was tun Sie da? Ruhe! Halten Sie still! Nichts. Was haben Sie heute vor, McFly? Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Heftig. Warum filzen Sie mich? Glauben Sie, ich habe eine Waffe? Waffen, Schmuggelware. Schmuggelware? Du weißt schon. Alkohol, Kippen, Kaugummi, Hunde, Kaugummi Gummibärchen. Ist verboten? Komm schon, McFly. Du weißt genau, dass die Unkenntnis der Bürgerverordnung 2XM keine Entschuldigung ist. Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden. Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst bekommt. Kunst? Seit wann sind Sie Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifer's Dad einen Cop gemacht. Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Ja, das was denkst wahr. Du, wo er um diese Zeit ist? Genau, er arbeitet im Rathaus. Ja. Heftig. Dann gehen wir doch mal zum Rathaus. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Genau, nein, nein. Bürger. Warten Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß verwenden. Hill Valley ist stolz auf sein ausgeklügeltes Mülltrennungssystem. Wie viel Aluminium ist in dieser Dose enthalten? Verwenden Sie dafür stets das blaue Sammelgefäß. Ist das Glas grün, durchsichtig oder braun? Das ist ein Unterschied. Denken Sie daran, dass alle Produktetiketten mit einem Mikrochip ausgestattet sind, um Müllsünder schnell zu finden. Geil. Ja, denkt immer daran, Kinder. Müll trennen. Wow. Versuchen wir es mal im Rathaus. Nee. Hill
Hill Valley Rathaus. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen. Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Mhm, klingt nach Edna. Biff? Doc? Doc, warte! Ich muss mit Ihnen reden. Achtung, Bürger! Wir möchten alle daran erinnern, dass die maximal zulässige Rasenhöhe 1,9 cm beträgt. Grundstücksinspektionen werden nächste Woche in den Sektoren E bis H durchgeführt. Warum kann ich nicht über die Straße? Wo liegt das Problem, Bürger? Ups, falsche Nummer. Macht Spaß, Kleiner. Wer spricht da? Versuchte Zerstörung öffentlichen Eigentums verstößt gegen C64. Ich wollte sie nicht zerstören. Nehmen Sie Ihren Strafpunkt. So, hier haben wir doch gerade Biff gesehen. Biff? Hey! Du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown-Kadett des Monats. Beeindruckend! Bist du am Bürger-Plus-Programm interessiert? Was ist dieses Bürger-Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der Erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Ein Umerziehungsprogramm? Was zum Teufel? Hör bitte auf zu fluchen, Martin. Ich fühle mich dabei so unwohl. Mhm. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das Gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Hawaii-Hemd-Freitag klingt super. Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist, war da Doc Brown drin? Ha, Doc, das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf, ein echter Mistkerl. Gebauchrednet? War er am Bauchrednen? Ist er Bauchredner? Du, ein Mistkerl? Nein. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger, zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen... Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen, verstehst du? Ja, was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum, Bürger Plus oder Knast. Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Und ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die Klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Oh, so viel Auswahl. Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Was muss man tun, um ein Bürger Plus zu werden? Zuerst bewirbst du dich.
Sie machen eine medizinische Untersuchung und du musst einen Stapel Verträge unterschreiben. Klingt jetzt schon langweilig. Dann bekommst du einen Termin bei Bürger Brown. In etwa 2 Jahren. 2 Jahre? Er hat viel damit zu tun, sich um Hill Valley zu kümmern. Er ändert seine Pläne nur dann, wenn irgend so ein Irrer herumläuft und üble Sachen anstellt. Zum Glück passiert das praktisch nie. Vielleicht könnten wir einfach rumrandalieren. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf. Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger Plus Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger Plus. Okay. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger Plus Programm hilft. Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Kein Fusel, keine Hunde. Das klingt so, als hätte die alte Edna diese Regeln aufgestellt. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger Plus Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, bäh. Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Quäl mich nicht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend.
Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Was hat Jen jetzt vor? Achtung, Bürger! Das Betreten der städtischen Rasenflächen sowie das Berühren von Pflanzen in den Stadtgärten ist verboten. Denken Sie daran, auch Pflanzen. So, ich hoffe, das geht da überhaupt hier lang. Jennifer! Jen! Hast du ein Problem? Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Hör zu, ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse... in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Du tust so, als sei ich ein Abtörner, doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu, nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt. Mit interessanteren Dingen. Und Jungs. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, oh, Martin, Gott. Aber du bist aus dem Rennen. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in... Nein, nein. Du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Sei nicht so verbissen. Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Irgendwie ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey, du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach? Nicht mit dir. Oh. Das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß zweiten Grades. Stell dir vor. Wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. Leech and the Wooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth-Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth-Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Also, Jennifer. Aha. Was denkst du von mir? Nichts. Mal im Ernst, was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten. Marty McFly ein Idiot? Unmöglich, er kann kein Idiot sein. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ist ein Idiot. Meine Eltern... Was ist mit ihnen? Hältst du sie für normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Hast du dort Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger-Plus-Programms ist,
bleibe ich lieber ein Bürger Minus. Was weißt du über das Bürger Plus-Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt und im Radio und in den Zeitungen und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich werde Bürger Brown bald treffen. Hey, kann ich mitkommen? Was denn? Du willst auch zu Bürger Brown? Ja, vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Fragen kann nicht schaden. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Munitionskiste. Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Verschlossen. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor, von vor 50 Jahren. Ist da etwa noch die illegale Bar? Nein. Sie haben den Eingang zur alten Tennenbar zugemauert. Mom? Wo ist sie hin? Warum verschwinden hier alle einfach so? Mom? Mom! Aber sind Sie glücklich? Glücklich sein ist überbewertet. Ich bin zufrieden. Ich werde drüber nachdenken. Mom? Hi, Martin. Ich habe dich im Vorbeifahren gesehen. Hast du mich hupen gehört? Mom, das bist nicht du. Martin, alles in Ordnung? Mir geht's gut, ich bin okay. Du bist nur so... so... grau. Wenn das keine freundliche Begrüßung für deine Mutter ist. Tut mir leid, ich... Du hast wohl recht. Ich bin etwas angegraut. Dank deinem Vater. Also, bist du hier zum Shoppen oder so? Shoppen. Puh, wer geht schon noch shoppen? Nein, es ist diesen Monat wieder soweit. Meine Bürgerpflicht ruft. Ich werde den ganzen Tag die Statue polieren. Statue? Richtig. Die Statue. Was ist mit dem Golfmobil, Mom? Martin, ich weiß, dass es dir unangenehm ist, im Vorjahresmodell herumzufahren. Aber wir können uns Agnes 86er noch nicht leisten. Wo ist mein Pickup? Niemand in Hill Valley hat einen Pickup. Martin, geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss nur letzte Nacht sehr lebhaft geträumt haben. Ich hoffe, deine Traumwelt war aufregender als die hier. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe vergessen, deinem Vater meinen Zeitplan für letzte Woche zu geben. Und nun glaubt Mr. Neugier, dass ich ihm etwas verheimliche. Zeitplan? Ist das nicht furchtbar? Aber Bürger Brown sagt immer, ein geplantes Leben ist ein glückliches Leben, wie dem auch sei. Wärst du bitte so nett, den Plan zum Haus zu bringen? Hier, nimm den Wagen. Naja, eigentlich wollte ich... Ich weiß, Schatz, ich liebe dich auch. Ich würde dir einen Kuss geben, aber du weißt, was dann passiert. Vergiss nicht, mich heute Abend abzuholen. Ja, sicher. Achtung, Bürger. Nachdem wir ersucht, die Auswahl von auf Fleisch basierenden Gerichten, bei dem in der Innenstadt befindlichen Suppen im Bezugmoot zu erhöhen, freuen wir uns, Ihnen die Erweiterung des Angebots um den Leberersten-Soja-Käse-Hotdog präsentieren zu dürfen. Ein Genuss für die ganze Familie. Soja-Käse-Hotdog? Was zum
Nee. Ich schaue gerade auf die Uhr. Und ich glaube, das war jetzt schon lang genug für die erste Folge. Ziemlich viel Laberei und eigentlich ist kaum etwas passiert. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Folgen. Ja, wie dem auch sei. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder einen Daumen hoch bei YouTube. Abonniert den Kanal, damit ihr auch die nächsten Folgen bekommt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, wir müssen zurück in die Zukunft und spielen Back to the Future the Game. Bis dahin, ciao!